Ach Sarah, du auch hier. Mensch, was ein Zufall, das gibt's ja gar nicht. Cringiges Intro auf jeden Fall. In dem Sinne auch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und heute, ihr könnt es am Titel schon erkennen, ich wollte ein bisschen über den Lotus reden, was mit dem so in 2020 passiert. Ihr habt ja schon mitbekommen, eine Felge habe ich mir kaputt gefahren. Und vorne haben wir leider auch einen kleinen Schaden, den zeige ich euch gleich. Aber ich habe schon Ideen für nächstes Jahr, natürlich auch Reparaturen, die anstehen, wie wir das Ganze dann so ein bisschen ins Next Level bringen können. Weil das Auto an sich ist schon mega interessant, macht mega Spaß, aber ich habe so viele Ideen, die in meinem Kopf schwirren, die man mit dem Auto auf jeden Fall realisieren kann. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang und gehen runter, oder Sarah? Ja, bin dabei. Jedes Mal, wenn ich davor stehe, bin ich immer wieder beeindruckt, dass er mich reinsetzt. Also es wird nicht normal. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Und das Auto ist einfach ein absoluter Traum. Ich weiß noch damals, als ich auf der PlayStation in Gran Turismo immer den Lotus Probe gefahren bin, dachte ich mir immer so, wow, wenn ich irgendwann mal so ein geiles, leichtes Rennfahrzeug unterm Arsch habe, ist ja ein absoluter Traum. Aber es war so weit weg. Aber irgendwie habe ich mir das immer tief im Inneren gewünscht. Wo gehen wir als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Front. Und zwar, das habt ihr gar nicht mitbekommen, darüber habe ich auch noch überhaupt nicht geredet, ist mir hier diese Lippe, guck mal, kann man das sehen? Hier, füll mal von unten richtig, Sarah. Also das hier ist wirklich alles runtergeraspelt, bis auf das Styropor. Ihr seht auch, das ist ganz scharfkantig. Das liegt daran, dass mir das ganze Teil hier, Sarah war sogar dabei, bei 270 Stundenkilometern. Auf der Autobahn? Genau, auf der Autobahn ist mir das runtergekracht. Ich dachte erst, ich habe irgendwie einen Motorschaden oder so. Das war so geisteskrank laut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war wirklich so ein Puff. Puff. Wie als wäre irgendwie der Kolben, ein Kolben oder so, komplett durch die Motorwand geballert oder rasselt da rum, Getriebeschaden, I don't know. Auf jeden Fall ist hier diese Lippe bzw. der Splitter ist runtergeballert. Der wurde jetzt versucht, irgendwie festgemacht zu werden, hat aber leider nicht richtig geklappt. Deswegen ist das nochmal passiert und das Teil muss jetzt auf jeden Fall ausgetauscht werden. Ich habe sogar schon einen neuen bestellt, zwar keinen originalen, aber einen relativ guten aus dem Zubehör, weil original kostet der, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Euro, also richtig, richtig krass. Und so viel wollte ich nicht ausgeben. Den werde ich dann ersetzen, das auch mit euch zusammen so ein bisschen begleiten, dann eben austauschen, weil ich habe ja selber an Autos eigentlich noch gar nicht geschraubt. Und deswegen will ich das mal so ein bisschen selber machen. Das GFK muss man auch ein bisschen fixen, weil es aus diesen Halterungen so ein bisschen rausgerissen ist, was relativ schade ist. Aber ich denke, wenn man da einen GFK-Spezialisten hat, dann kann man das auch fixen, weil ich will ja nächstes Jahr auf die Rennstrecke mit dem Fahrzeug und da muss das natürlich ordentlich sitzen. Und es nervt total, wenn ich auf der Autobahn bin und nicht schnell fahren kann. Wenn man so ein Auto hat, will man natürlich schnell fahren. Das ist mir immer noch so ein Dorn im Auge und es war wirklich eine teure Lektion. Ich kann an der Stelle nur wieder sagen, Leute, wenn ihr irgendwo unterwegs seid mit dem Auto und was am Handy eintippen wollt oder müsst, macht es einfach nicht. Macht es wirklich, wenn ihr an der Ampel steht oder noch nicht losgefahren seid, weil das hier ist nur deswegen passiert. Ich habe mich ja so nach vorne gebeugt, hatte ich in einem Video schon erzählt und dadurch verschiebt sich ja so ein bisschen die Perspektive und ich habe den Abstand nach links überhaupt nicht mehr richtig eingeschätzt. Dann war ja die Baustelle da, ich glaube 80 km/h und dann bin ich da zweimal hängen geblieben und ihr seht, da sind wirklich richtige Stücke rausgebrochen. Also die Felge, glaube ich, kann man auch so nicht mehr fixen. Und da habe ich eben überlegt, dass ich mir einen neuen Satz kaufe. Einzeln habe ich die jetzt noch nicht gefunden. Falls ihr da irgendwie eine Adresse habt, dann sagt mir das gerne. Aber da werde ich mir auf jeden Fall einen neuen Satz holen und vielleicht auch damit irgendwas farblich machen, so ein paar Neon-Akzente, halt nicht zu viel oder das Emblem austauschen, irgendwie sowas. Und was dann noch dazu kommt, das sehe ich jetzt gerade, ist der Bremssattel. Der ist jetzt aktuell noch rot, beziehungsweise die Bremssättel sind rot und das, finde ich, passt halt nicht mehr so zur Ästhetik von dem Fahrzeug, weil wir haben keine roten Akzente, sondern eigentlich nur Neongelb, Grau und Schwarz. Und wenn die jetzt noch Neongelb wären, das haben auch ganz viele von euch geschrieben, dann wäre es halt wirklich das Top-Notch-Paket. Dann wird es so geil aussehen. Und was richtig krass ist, ich werde das Fahrzeug zusammen mit Crump Design komplett folieren lassen. Und ihr denkt euch jetzt sicherlich, okay, komplett folieren lassen, was genau soll das heißen? Vielleicht kennen die ein oder anderen von euch den Audi R6 von John Olsen. Den finde ich mega geil. Der sieht absolut heftig aus, beziehungsweise sah absolut heftig aus. Er hat jetzt, glaube ich, einen neuen wieder, aber der alte war ja so legendary, ist dann leider abgebrannt, als er geklaut wurde. Aber ich will das Fahrzeug voll folieren und es soll am Ende so aussehen wie ein Rennauto, als wäre es nicht legal. Also die Leute sehen das Auto und müssen sich dann denken, das kann nicht legal sein. Niemals ist das legal. Das will ich so ein bisschen erreichen. Ich habe da auch ein paar Designs, die zeige ich euch hier mal. Das ist so die Inspiration, die ich aktuell habe, aber darauf soll eben nur aufgebaut werden. Also nichts irgendwie geklaut werden, sondern kombiniert und dann nochmal so ein eigenes Design in Kooperation mit Crump Design entwickelt werden. Und das wird wirklich heftig. Das passiert jetzt im Januar. Ich fahre den diese Woche. Stimmt. Samstag. Samstag, ja. Also in übermorgen. Ich
Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie meine Termine sind. Übermorgen fahre ich den schon nach Frankfurt und dann wird designt. Der hier wird aussehen wie aus einer Rennserie. DTM oder GT3, was auch immer. Es wird auf jeden Fall richtig krank werden. Also das ganze Ding hier gibt es als Carbon-Hardtop. Beziehungsweise hier das Element gibt es auch nochmal als Carbon. Und halt hier und dann noch ein paar Spielereien. Ich liebe Carbon, ich finde das absolut sexy. Hände sind auf jeden Fall dreckig. Mhm. Heißt, ich sollte den vielleicht mal wieder waschen. Sollen wir eine Runde fahren? Mhm. Ist halt geil, wenn du in diesem Fahrzeug sitzt, du hast direkt das Gefühl, du fährst ein Go-Kart. Aber halt ein überdimensionales Go-Kart mit einem fucking komplett geisteskranken Motor drin. Ja. Weil 350 PS in einem Fahrzeug, was knapp 1000 Kilo wiegt, ist halt einfach nur gestört. Ich muss hier... Habt das gehört? Egal wie langsam ich hier drüber fahre, ich schrabbel, weil eben vorne diese Lippe so weit runterhängt. Und ich bin so gespannt, wie die Leute gucken werden, wenn die komplett foliert ist, die Karre. Weil ihr müsst euch überlegen, jetzt ist es schon ein Eyecatcher, die Leute schauen schon. Aber wenn dann das ganze Ding hier in einem fucking Race-Rap ist, also das wird geisteskrank werden. Das wird einfach nur geisteskrank werden. Guck mal, wie süß das Kind guckt. Alle gucken. So cool. Ist halt Faszination. Viele denken ja auch immer so, oh, das Auto nimmst du nur, um zu prollen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde es geil, wenn Leute diese Faszination eben haben. Wenn ich ein geiles Auto sehe, ist das fast genauso, wie als würde ich eine geile Frau sehen. Wenn ich Sarah sehe, denke ich mir so, nee, wirklich, wirklich. Wenn ich Sarah sehe, denke ich mir so, wow, geil, die sieht echt gut aus. Und wenn ich ein Lamborghini sehe oder ein Lotus oder ein Ferrari, das ist natürlich ein Modell, was mir gefällt, dann denke ich mir auch, wow, ist das ein geiles Teil. Also das ist fast der gleiche Effekt. Das klingt irgendwie ein bisschen verrückt, aber für mich ist das gleiche Feeling. Ja, Frauen und Autos ist ja fast das gleiche. Genau. Es zwei Maschinen. Oh, wir müssen auch tanken, sehe ich gerade. Das ist so eine kleine Sache, die mich wirklich stört an dem Fahrzeug. Der Tank ist so klein, es passen knapp 35 Liter rein. Und dann ist auch schon empty, beziehungsweise voll, je nachdem, wie man das sieht. Und wenn man wirklich ballert, dann kommt man 200 Kilometer weit. Also wenn man wirklich drauf tritt, beziehungsweise ich würde sogar behaupten, weniger als 200 Kilometer. Das war es ja wohl wirklich komplett. Wenn du wirklich aufs Gas trittst, mit 35 Litern, war es noch kalt, dürfen wir jetzt nicht hochdrehen. Es waren nur 4000 Umdrehungen. Ich habe auch das Gefühl, er wird immer lauter. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich mit ihm fahre, er kann nicht lauter werden, aber er wird immer lauter. Ja. Wenn die Klappe offen ist, ich fahre auch ehrlich gesagt nur mit Klappe offen. Ich fahre nicht mal mit Klappe zu, wirklich. Ich mache es einfach nicht. Ich finde es so geil mit Klappe offen. Das wird richtig eng. Ja, da werde ich jetzt richtig schrabbeln. Das tut in meinem Herzen weh, ja. Wirklich. Wenn das Teil da über den Asphalt scharrt, das ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Guckt euch das mal an, legit. Ich war auf Reserve und ich habe getankt 32 Liter. Und jetzt ist er voll. Der kleinste Tank der Welt gefühlt. Das ist selbst vom Daihatsu der Tank größer. Ich habe wirklich voll getankt. Warum? Ja, Freunde, und ich würde auch sagen, ich will jetzt gar nicht mehr hier blöd rumlabern. Wir haben ein bisschen über das Auto gequatscht, was 2020 so mit dem Teil ansteht. Vollfolierung, Bremssättel, Felgen reparieren, vorne den Splitter reparieren und dann sind wir eigentlich ready to rumble. Ich will viel mit Motul machen. Die haben schon ein paar Sachen geäußert, wo ich mir denke so, holy moly. Wenn ich da wirklich mit von der Partie bin, dann freue ich mir einen Ast ab. Das wird mega geil. Ich will mit dem Teil auf Rennstrecke gehen und ja, gucken wir mal, was die Autowelt noch für mich parat hält. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Die Kamera nehme ich immer mit. Es werden Fotos gemacht und ich hoffe einfach, dass ihr auch Spaß daran habt, indem ich die Storys hier teile. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ja. In dem Sinne, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil! Whoop.